Hey, moin moin Leute, willkommen zurück bei der Polizei. Also, ganz kurz für euch wollte ich anreißen. Das ist hier der Zentralbildschirm von dem Game. Aber jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, was ich euch zeigen wollte. Neuigkeiten. Es wird noch in diesem Monat ein Update geben, was wir oder die meisten schon lange, lange, lange uns gehofft und ersehnt haben, der Multiplayer kommt. Ja, das könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen. Ich scroll mal so ein bisschen runter. Es wird keine Beta mehr geben, ja. Also von daher steht alles drin, was gemacht wird und Pipapo und so weiter und noch ein bisschen Patches gemacht wurden und hin und her. Na, ihr kennt das, ne? Das ist halt so, ne? So, könnt ihr, wie gesagt, ich habe runtergescrollt, könnt ihr euch angucken. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich. Geht gleich weiter hier. Moment. So, Leute, da sind wir auch schon. Natürlich geht es mit Miller weiter, ist so ganz klar. Ne? Miller ist am Start. So, jetzt können wir uns auch suchen. Wollen wir Downtown nehmen oder wollen wir den alten Bezirk Melting Pot nehmen? Melting Pot brauchen wir nur noch 2 Sterne, dann hätten wir die 10 voll. Downtown, der etwas neuere Bezirk in Anführungsstrichen, müssen wir noch 5 Sterne machen. Ich würde sagen, knallen wir Melting Pot die 2 Sterne noch durch. Da haben wir fertig, ne? Ah, okay, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Jo Leute, und dann geht es auch schon los. Beaufort Landing, unser Bezirk. Wir sollen Strafzettel machen. Boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ach so, ich will noch mal was ausprobieren. Ob wir eventuell jetzt. Aufklärung einer Situation erforderlich. Oh, Ist Raub. jemand einsatzbereit? Wir holen uns nur mal unsere Ausrüstung. So. Ja, machen Ich wir. kümmere mich darum. Und dann können wir auch gleich Vollgas geben. Tütata, wie war das nochmal? 1, 2, Feuer frei. Ich lasse die Sirene mal aus. Alter, das ist ja echt laut. Weg da. Falsch gefahren? Nee. Ich war falsch abgebogen. Warum stehst du auch im Weg? Der war gut. So. Ich bin am Tatort des Raubs angekommen. Ja, moin. Was hier denn los? Erstmal alle befragen, ne? Gehen wir ja. Okay. Was haben Sie gesehen? Sie haben Glück. Ich kenne die Person. Och, das auch noch, ey. Heute. Miller hat einen guten Lauf, würde ich sagen. Schönen Tag noch. Ich bin gewiss. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Vielleicht. Ich glaube, ich weiß noch, was die Person anhat. Ah, schwarze Hotpants, das ist schon mal nicht schlecht. Alles gut. Einen schönen Tag. Ja, wir kriegen ein paar Infos mehr raus. Das ist gut, das ist gut. Bleib ich. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben.
Ich weiß, was die Person anhat. Orangenes Kleid. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Jetzt kriegen wir das noch hin. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich erinnere mich an die Haare der Person. Schön. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Du kannst weiterfahren. Okay, wir haben alle befragt. Also, orangenes Kleid, schwarze Hotpants. Orangenes Kleid. Das ist sie nicht. Moment. Nee, das ist sie auch nicht. Ich will schon mal unseren Friedenswächter ausrüsten. Das ist sie auch nicht. Schwarze Hotpants. Das ist sie nicht. Okay, das ist er nicht. Aber wir müssen am Ball bleiben, Leute. Wir müssen am Ball bleiben. Okay. Das ist die Tante, die hier steht. Oh. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Ja, klar. Ach, hier ist er. Moment, ich hätte... ja, das ist sie doch. Festhalten zu... Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähneln. Da haben Sie die Falsche erwischt. Ja, ja, natürlich. Durchsuchen, abtasten. Gestohlene Handtasche. Das war's dann, ne? Würde ich sagen, hier. Tatort. Ich muss sie festnehmen wegen Diebstahls. Feierabend. Was? Nicht was. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ja, und ich brauche ein Ersatzauto. Mein Alter ist ein bisschen zerbeult. Hammer. Nette Sache. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind aber wirklich weit weg wieder. Hier oben ist unser Bezirk. Hier wollen wir hin. Da will ich. Wollt? Hab ich gerade über den Haufen gerannt? Wir fahren wieder hoch zu unserem Bezirk. Oh, Moment. Eine rote Ampel überfahren. Das geht gar nicht, ne? So. Schnell abfertigen. Ich habe Sie angehalten, weil Sie gerade über Rot gefahren sind. Ja. Es tut mir leid, ich hab's sehr eilig. Das interessiert mich doch nicht, ob du es eilig hast. Ja, musste früher aufs Klo. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Ja. Bitte schön, Officer. Ich hab's heilig, ich hab eine rote Ampel überfahren. Stellen Sie sich mal nicht so an. Okay.
ja, aha, sehr interessant. Ah, nervös ist er, komm. Bitte raus. Steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Raus aus der Karre. Oh, dann checken wir unseren schlauen Computer mal ab. Was hat die so? Waffenschein? Nein. Führerschein? Nein, 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 nein. Ist alles gültig. Mütlich. Oh, die ist schon mal über Rot gefahren. Na, Wiederholungstäterin, ne? So. Drogentest. Ja, schön. Braucht man gar nicht, glaube ich, weitermachen, oder? So, aber erstmal kriegt sie, Moment. Ticket. Fahren. Rote Ampel. Das Schaffen. Gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. Sie vermiesen mir den Tag. Oh, das freut mich. Da habe ich alles richtig gemacht. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ach so, ja, warte, ich muss sie noch eben abführen. Wegen THC. Ich muss sie festnehmen wegen des Fahrens unter Cannabis-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ja. Bitte, Officer. Hier ist 4561. Ich übernehme die Körperverletzung. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Sehr geil, sehr gut. Und das Auto schleppen wir natürlich ab. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Der qualmt doch schon, ne? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Sehr nice. So. Weiter geht's. Ja, Leute, ich weiß, normalerweise können wir so einen Gangster hier nicht auf der Straße stehen lassen. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? So, hier durch. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Wie gesagt, wir wollen in unserem Bezirk. So, hätten wir anders fahren müssen. Oh, Moment mal. Ah, der hält jetzt an der roten Ampel, ne? Der hat eine Unterbodenbeleuchtung gerade gehabt. Dafür hätte ich ihn gerne rangekriegt. Welche Richtung? So, das hier ist ein Taxistand. Okay, okay.
auch immer. Es hat gelaufen. Ticket. Abgelaufenes Kennzeichen. So, ja. Wir kriegen sie alle. Da, abgelaufenes Kennzeichen. So. Zack. Oh, hat's aber schön gescheppert, ja? Na, ihr Raudis. Räume den Unfall. Habe ich keine Zeit für so einen Scheiß. Der Miller muss richtige Jobs übernehmen. Alter. So, ganz schnell. Rote Ampel. Das machen wir noch schnell. Ich habe Sie angehalten, weil Sie gerade über Rot gefahren sind. Da haben Sie nicht richtig geguckt. Es war noch grün. Wir brauchen Unterstützung. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit bitte schön, beschäftigt. Officer. So, komm, zieh zu, ich habe keine Zeit. Blablabla, ja, das kann so sein. Blablabla, passt. Gut, zurück. Ach, nervös ist auch noch. Was machen wir denn jetzt? Nee, komm. So. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Ja. Das kostet 120 bis 250 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ja, dann besorgst du dir von der Oma. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Zielleine. Ich muss ja meinen Einsatz hier nachkommen. In Chester. In Chester. Aber da unten lang. Also wir drehen und dann müssen wir hier irgendwie hin. Also weg. So, heller. Ja, wir machen mal hier mit schwerem Noteinsatz. Dann müssen wir hier irgendwie lang. Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person. Ach, hier so schön im Gebiet. So. Okay. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist ja, jemand einsatzbereit? Ich eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Weil wir sind komische Stadt hier. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Suchen müssen. Irgendwas mit Stirnband. Das ist sie nicht. Das ist aber verdächtig nach der Tusse aus, oder? Das ist sie nicht. Okay.
Zug. Da. Was? Ist sie doch. Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähneln. Das muss ein Fehler sein. Ihren Ausweis bitte. Hier ist der Officer. Wie peinlich. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ach ja, und gleich, gleich Minuspunkte kassiert. Ja, scheiße. Soll die Trulla denn rumlaufen? Hier irgendwo. Ihre Schicht ist um, Officer. Ach ja. Schicht schmicht. Neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Da bin ich ja gespannt. Aha. Also doch irgendwo im Stadtpark. Ja. Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähneln. Da liegt eine Verwechslung vor. Ja, natürlich liegt eine Verwechslung vor. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Ja, danke schön. Her damit. Na, haben wir sie ja. So, abtasten, weil sie nervös ist. Aha, Ballermann hat sie dabei. Sehr schön. So, verhaften. Verhaften aufgrund. Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Ja. Bitte tun Sie das nicht. Oh doch, natürlich. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Mhm, genau so ist es. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Gut. Na, das hätte nochmal Pünktchen gegeben, Leute. Pünktchen. Könnten wir unseren nächsten Stern eventuell haben. Das wäre doch eine feine Sache. Eine feine Sache. So. Jetzt da müssen wir hier. Da müssen wir hin. Ja, los geht's. Feuer! Alter! Und das alles zum Feierabend. Schrecklich. Hat ja war nicht schlecht, ne? Schön auf die Seite gelegt. Der hat nicht geblinkt. So, Leute, mir laut Feierabend. Ja, ich würde sagen, reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Ach, vergiss nicht, einen Daumen da zu lassen. Kommentar zu schreiben. Oder sonstiges. Zum Unterstützen. Ja, ansonsten suche ich euch. Ja, wisst ihr Bescheid. Haut da rein. Und bleibt gesund.